Wir haben uns jetzt also Düsen von 9 unterschiedlichen Herstellern genommen, um zu testen, wie genau die Toleranzen eingehalten werden, wie genau die Abstufung der Düsen zwischen den unterschiedlichen Nummern ist, um zu sehen, wie genau man mit dem jeweiligen Hersteller einen Vergaser abstimmen kann. Um möglichst genau jetzt ermitteln zu können, wie genau die unterschiedlichen Düsen sind, sind wir zu einem Betrieb gefahren, der professionelles Messwerkzeug hat. Das heißt, Düsen lernen in möglichst feinen Abstufungen, die es erlauben, im Hundertstelbereich oder noch feiner zu messen, ob die Düsen die jeweils angegebenen Werte einhalten. Wir haben unsere Tabellen, die wir ermittelt haben, ausgewertet und haben genau schauen können, welche Düsen denn am präzisesten gearbeiteten waren. Dabei haben wir im Bereich der Mikuni und Kaihin und Del Orto 6 mm Düsen einen klaren Sieger, und zwar sind das die Düsen der Firma KMT. Ein englischer Hersteller, der selber angibt, seine Düsen hätten eine Genauigkeit von 10 Mikron, das heißt eigentlich ein Hundertstel Millimeter. Und laut unserer Messung haben die Düsen von KMT diesen Wert auch exakt eingehalten. Im Bereich der SI-Hauptdüsen ist es zum Glück unsere SIP-Hauptdüse geworden. Die hat am genauesten die angegebenen Toleranzen eingehalten. Unser Hersteller gibt auch Toleranzen an, die genauer sind als bei jedem anderen Hersteller. Das heißt 5 bis 10 Mikron, also ein halbes bis ein Hundertstel Genauigkeit. Und genau diese Toleranz haben unsere Düsen auch eingehalten. Die unterschiedlichen Düsenhersteller haben alle etwas unterschiedliche Toleranzen. Von daher würde ich immer empfehlen, wenn ihr einen Vergaser abstimmt, nur Düsen vom gleichen Hersteller zu verwenden. Denn dann könnt ihr auch sicher sein, dass die Abstufung zwischen den Düsen gleichbleibend ist.